Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Was machen wir denn jetzt? Alle sind beim Essen, die sind alle am Snacken. Ja toll, wir können ja gar nichts tun. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wir können auch Sachen bekleckern. Natürlich. Selbstverständlich auch das da oben. Natürlich. Was oh, sonst? So. Ja, das ist schön, aber wir sind doch alle weg jetzt. Voll vergessen, mich mit den beiden zu unterhalten übrigens. Das müssen wir aber nochmal irgendwann machen. Ich hoffe, die kommen nochmal zurück. Tja. Alle sind weg. Oh Mann, es ist komplett leer hier. Was soll ich tun? Ich weiß das nicht. Wirklich alle weg? Hey, nee, der Alu-Mann ist noch da. Das gibt's doch gar nicht. Hi. Hallo Alu, alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Wir bauen uns einen Fesselballon aus Styropor und schweben davon. Wir nehmen reichlich Anlauf und springen über die Mauer. Wir bitten Vishnu, uns unsichtbar zu machen und schleichen uns vorbei. Wir eröffnen ein Restaurant und kochen uns in die Freiheit. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Das hier finde ich eigentlich gut. Wir eröffnen ein Restaurant und kochen uns in die Freiheit. Keine schlechte Idee. Aber wo bekommen wir die Zutaten her? Verdammt! Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Okay, also er kommt auf jeden Fall mit. Aber ansonsten, er hatte ja noch kluge Hinweise für uns. Hast du eine Idee, wie ich durch das Haupttor komme? Leider nein. Das Haupttor lässt dich nur über einen Knopf im Wachturm öffnen. Und mit dem Wachmann, der den Knopf bedient, ist nicht gut Kirschen essen. Es dürfte dir schwerfallen, ihn dort wegzulocken. Und dann ist da noch das Problem, dass wir hier sehr weit ab vom Schuss sind. Die Anstalt liegt auf einem Berg, weißt du. Und der einzige Weg fort von hier ist eine schmale Straße. Zu Fuß kämst du also nicht weit. Man hätte dich im Nullkomma nichts wieder eingefangen. Klingt ja schon ein bisschen trickiger. Warum isst du nicht in der Kantine? Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Es gab da diesen Zwischenfall. Ein Raum voller Irrer, scharfes Besteck und die Evox. Glaub mir, das ist eine explosive Mischung. Fehlt dir nur noch der Cantina-Song? Ja, gut, ich glaube, mehr können wir hier nicht machen, ne? Ich komme dann später wieder. Na, wenigstens haben wir hier noch jemanden, der mit uns hier noch ist, aber, ja. Wobei, wir hatten doch noch den einen, der... Dieser Schlüsselmeister, der so komplett eingesperrt war. Ist der da noch? Hallo, Prinzessin. Kommst du voran? Und ob? Ich habe den Generalschlüssel. Na dann, lass mich raus. Und wir können zu Phase 2 meines Plans übergehen. Okay, das gibt's doch gar nicht. Man kann ja einfach rauslassen jetzt mit dem Generalschlüssel, oder was? Okay. Bisschen creepy natürlich, bisschen creepy. Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Aber freu dich nicht zu früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Okay. Also ich habe einen Lieferwagen gefunden. Ja, natürlich. Also so ein bisschen mehr Progress haben wir ja trotzdem noch gemacht. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Okay.
Unterhalte mich trotzdem noch mal ein bisschen mit ihm, oder? So, die anderen Gesprächsoptionen sollten wir vielleicht auch noch durchgehen. Wolltest du nicht mitkommen? Ich sagte es bereits. Wir treffen uns in der Garage. Ja, okay, ist ja gut. Boah, der hat so einen gruseligen Gesichtsausdruck. Schaut euch mal, wenn er redet. Wolltest du nicht mitkommen? Sein Gesicht an. Ich sagte es bereits. Wir treffen uns in der Garage. Boah, bei ihm seine Augen. Boah, der sieht so creepy aus, der Typ, ey. Boah, sieht der gruselig aus. Schaut der gruselig aus. Na, dann gehen wir mal in die Garage. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir jetzt hier raus wieder? Ach so, man kann ja einfach sich jetzt frei bewegen. Ja gut, alles easy. Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Okay, wir müssen also so ein bisschen den Wagen noch fit machen, natürlich. Wie zum Teufel hat der uns eigentlich überholt? Der muss ja irgendwie an uns vorbeigelaufen sein oder so, ne? Eigentlich waren wir relativ fix im nach unten laufen. Naja. Da bin ich wieder. Jetzt können wir uns aber noch ein bisschen mit ihm unterhalten, ist doch schön. Was unternehme ich wegen des Motorschadens? Ich glaube, es ist die Zündung. Da brauchen wir einen Spezialisten. Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Ist das vielleicht der Alu-Mann? Kann der hier vielleicht helfen? Wäre möglich, ne? Was unternehme ich wegen des fehlenden Hinterreifens? Ich bin ganz zuversichtlich, dass du einen Ersatzreifen auftreiben kannst. Ah. Den Ersatzreifen, den habe ich ja eigentlich schon. Also den Reifen haben wir ja im Inventar bereits. Die Frage ist halt, wie können wir den anbringen da hinten? Wir können da ja nicht hinklicken. Wie bekomme ich das Haupttor auf? Die einzige Möglichkeit ist der Knopf im Wachturm. Leider ist der Wachmann ein echter Choleriker. An dem kommst du nicht so ohne weiteres vorbei. Lass dir was einfallen. Ah, das hatten wir doch schon mal gemacht, ne? Also wir haben jetzt genau genommen drei Aufgaben. Wir müssen also den Hinterreifen hier reparieren, wir müssen den Motorschaden reparieren und wir müssen das Haupttor aufbekommen. Und ich denke mal, dann können wir wahrscheinlich los. Ich mach mich dann mal an die... Das wollte... So. Vielleicht können wir ihm ja irgendwie den Reifen geben oder so. Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Wagenheber. Igor! Ja, aber Wagenheber haben wir natürlich nicht. Nein, wir haben keinen Wagenheber, wir haben nur einen Poloschläger. Okay, komm, dann gehen wir erstmal nach vorne. Wir können ja mal gucken, ob ich das Tor aufmachen kann und vor allen Dingen, ob das Tor auch offen bleibt. Ich gehe mal davon aus, er wird es wahrscheinlich wieder zumachen, aber... Er ist da! Na warte, dich kriege ich! Wir können es ja mal ausprobieren. Hey! Wo bist du hin? So, ab nach oben und jetzt auf den Knopf drücken. Warte! Das tue ich lieber nicht, solange wir noch kein Fluchtauto haben. Oh okay. Nein, er kommt. Ach, verdammt. Na gut, okay. Also, wenn das Fluchtauto fertig ist, dann kann man anscheinend erst diesen Knopf hier drücken. Ich habe jetzt das Gespräch übersprungen, das haben wir uns ja schon angeguckt. In Ordnung. Aber zumindest wissen wir grundsätzlich, was wir hier machen müssen. Das ist jetzt auch gar nicht so schwer. Für den Ersatzreifen brauchen wir also noch einen Wagenheber. Und ansonsten... Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Wir können ja nochmal mit dem Alu-Mann sprechen. Oh, da steht... Oh, nee, jetzt steht der Typ hier wieder. Oh. Okay, müssen wir noch einmal nach vorne wieder zurück. So, und hier machen wir jetzt einmal kurz die Dingen kaputt, also diese komischen Scheinwerfer. Oh. Kabusch, das war's. Jetzt können wir wieder nach oben. Ja, das muss man wahrscheinlich jetzt jedes Mal machen, aber ist jetzt auch nicht ganz so schlimm eigentlich. Das ist machbar. Weiß nicht, vielleicht hat der Alu-Mann ja jetzt irgendwelche neuen Gesprächsoptionen oder so. Hallo Alu, alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ja, das ist halt das, worum es im Spiel geht. So,
Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alumann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okido. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Aha, sehr gut. Moment, wir müssen noch alles ketchupen. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Oh, wie schade. Können wir hier irgendwie telefonieren? Das Telefon verpasst nie die Börsennews. Ich muss immer wissen, wie meine Kurse stehen. Ah, durchaus begründet. Nein, danke. Ich telefoniere lieber im Stehen. Es könnte auch ein Notizblockhalter fürs Telefontischchen sein. Ich sehe bereits die Notiz. Kann irgendwer das Ding hier wegräumen? Ich will telefonieren. Ah. Was müssen wir jetzt denn machen? Wir gehen nochmal zurück. Wir unterhalten uns mal mit dem Alumann. Nanu? Ist der Alumann noch nicht eingetroffen? Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Hey, was ist jetzt los? Nein, Alumann! Was ist los, alter Junge? Hey, so. Alu! Ah, Edna, wie schön, dich zu sehen. Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Ach so. Positive Energie also. Ah ja. Das... Puh. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Verdammt! Das ist nicht gut. Ah, positive Energie bringt uns jetzt nicht weiter. Mann. Ach, Alumann. Ich habe gehört, in der Garage gibt es Gratis-Quiche. Netter Versuch. Aber ich ernähre mich ausschließlich von kosmischer Energie. Und um den Motor wieder zum Laufen zu bringen, brauche ich deine ganze Kelle von... Wir wollen los. Hopp. Immer mit der Ruhe, Kind. Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Verdammt! Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Ja, das ist doch mein Ansatz, Edna. Edna ist pragmatisch. Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Bring die Steine in die richtige Ordnung. Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen. Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was ich machen muss. Nicht. Na toll, woher soll ich das denn wissen? Wie soll ich dir die Steine legen? Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja, es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht im Einklang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Qi aufladen. Was auch immer das heißt. Ja toll, das bringt mir doch nichts. Ich weiß doch nicht, was ich machen muss. Mann. Ja komm, dann gehen wir nochmal weg. Ich gehe dann schon mal. Bis später. Das hier wäre ein prima Platz für meine Harke. Ah, okay, jetzt hat die Harke wenigstens eine Anwendung gefunden, aber... Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Let me out! Ja, was müssen wir denn hier machen? Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein.
Tja, ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Wie müssen wir denn die Steine legen? Wie müssen wir denn diese Steine hier legen? Also er will die, dass wir die so anordnen, dass die irgendwie mit ihm in Einklang schwingen? In Einklang schwingen. Moment, gehen wir nochmal nach oben. Wir gehen jetzt einfach mal an den Ort, wo er stand. Achso, Moment, wir dürfen wieder nicht. Ich suche. Wir dürfen wieder nicht, wir müssen erstmal wieder mit dem Poloschläger da vorne gegenklatschen. Das ist natürlich immer so ein bisschen nervig tatsächlich, aber... Ich überspringe immer so ein bisschen den Text und dann ist es nicht ganz so zeitaufwendig. Genau, wir gehen nach oben und zwar gehen wir mal dahin, wo der Alumann war. So, wo war das denn nochmal? Hier in dem Raum, ne? Genau, und da hinten stand er doch immer am Fenster. Ach, da kann man gar nicht hinklicken. Aber sonst haben wir doch keine Infos über ihn gehabt. Ich meine, er hat hier vorne an dem Fernseher... Ach so. Oder soll das hier... Und das die Steine sein? Boah, ist natürlich schon sehr, sehr weit hergeholt. Aber man könnte natürlich sagen, dass die Streifen von dem... von der Hake kommen vielleicht. Ja, probieren wir es mal aus. Also was haben wir denn hier? Wir haben hier so ein Dreieck. So ein Dreieck. Hier ist so ungefähr einer Abstand zwischen. Hier weniger als einer. Und dann geht es hier ein bisschen flacher nach unten. Probieren wir es einfach mal. Wir probieren es jetzt einfach mal. Ansonsten, keine Ahnung, verschieben wir das auf irgendeinen anderen Part. Jetzt persönlich, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was man sonst machen sollte. So, also wir haben hier so ein Dreieck gehabt. Ja, so. Das war ein bisschen steiler. Der eine lag relativ nah bei dem anderen. So. Der andere ein bisschen weiter unten. Vielleicht hier. So vielleicht? Nee. Okay, Moment. Gehen wir nochmal zurück. Gehen wir nochmal einmal ganz kurz zurück. Schauen wir uns das oben nochmal an. Oh, oh. Achso, das ist echt nervig. Wieso ist der immer wieder da? Das gibt's doch nicht. Geh doch weg, komischer Chauffeurmann. So. Ich möchte den gerne ausnocken. Ich würde ihm gerne eins drüber ziehen mit dem Poloschläger. Andererseits gibt's dann jedes Mal Wii U-Werbung. Also, warum nicht, ne? Vielleicht kaufen sich jetzt Leute nach dem Let's Play hier 100.000 Wii Us. Das fängt jetzt an. Jetzt, wo die Switch irgendwie seit 3 Jahren draußen ist, werden die Wii U-Verkaufszahlen hochgehen. So, also, bisschen Abstand. Achso, ja, okay. Leicht schräg und dann eher so gerade nach unten, ne? Oder so unten rechts. Okay, Moment. Ja. Das kriegen wir noch hin. Gerade nach oben und dann vielleicht eher hier so hin. Weiter nach unten. So. Das kommt dem relativ nah, auf jeden Fall. Wow. Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. Echt? Das war jetzt das Rätsels Lösung? Boah, das ist aber schon... Das ist ja natürlich schon... Das ist schon räudig. Das ist schon ein räudiges Rätsel. Na egal, okay. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt ja irgendwie in die Garage rein. Hey, Alu! Ah, Edna! Wie schön, dich zu sehen! So! Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Bring die Steine in die richtige Ordnung. Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen. Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was ich machen muss. Nicht! Ich finde, eigentlich haben wir das ganz gut gemacht, oder? War das jetzt doch falsch? Ah, nee, Moment. Man kann ihn noch explizit auf das Muster ansprechen. Was hältst du von dem Muster, das ich gehakt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Geh schon mal vor zum Auto. Ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. K-
Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Nice, wie beim Schlüsselmeister auch. Poki ist zu faul für Animationen. Tatsächlich, er ist schon da. Sehr schön. Okay, das heißt, wir haben jetzt den Schlüsselmeister hier und wir haben den Alumann. Und ich würde sagen, das ist ein guter Moment, diesen Part zu beenden. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Edna bricht aus. Euer Huxel. Ciao.